Moin, ja, ich bin doch noch mal im Oktober losgekommen. Ja, heute am 31. Oktober, ja, es ist Winterzeit, die Uhren wurden gerade umgestellt. Ja, konnte ich ja doch noch mal los, wie ihr seht. Richtig super Wetter noch mal. Ja, dann wird das jetzt heute meine Abschlusstour für dieses Jahr, zumindest von der sportlichen Seite. Denn ich stehe hier an einer Flussquelle. Ja, man sieht es hier kaum, aber das ist wirklich eine Quelle hier oder zumindest ein Quellgebiet. Führt zurzeit ja, kein Wasser. Obwohl es viel geregnet hat, das ist die Quelle der Este. Ja, ich bin ja, schon hierher gefahren, so 50 Kilometer von ihrer Mündung bis hier hoch, auch schnurstracks, und werde diesen 62,5 Kilometer langen Fluss zurück zur Mündung folgen in die Elbe. Ja, und bei dem Wetter macht das ja nochmal richtig Spaß. Ja, eigentlich geht der erste Radweg, den es wirklich gibt, erst in Tostedt am Bahnhof los, aber diese, ja, ich weiß gar nicht wie viel, 7-8 Kilometer hier raus zur Quelle, die gehören auch einfach dazu. Dann habe ich jetzt am Anfang erstmal eine selbst geplante Strecke, bis ich nicht in Tostedt durchkomme, sondern an dem Tostedt vorbeifahre, auf einer selbst geplanten Route erstmal, bis ich dann wirklich auf diesen Radweg treffe. Ja, und ich glaube, es wird nochmal ein richtig schöner Tag, ein richtig schöner Radeltag, den ich heute nochmal richtig ausnutzen werde. An der Este, ja. Und ja, Highlights, ja, 62 Kilometer ist nicht gerade viel, aber da gibt es auch noch das kleine Städtchen Hollenstedt und ja, Buxtehude kommt man ja auch noch durch und dann mache ich ja an der Mündung, da ist es auch recht schön an der Elbe. Also, tolle Gegend werden es bestimmt auch dazwischen, so wie hier. Ich bin hier an der westlichen Lüneburger Heide, ja, und diese goldene Färbung der Bäume ist nochmal richtig stark heute, richtig toll, kommt das nochmal zur Geltung mit dieser tollen Sonne. Also, dann wird es hoffentlich auch schöne Bilder geben, also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Wie ich hier gerade sehe, ist er schon hier an diesem kleinen Bahnhof, startet er schon. Am Bahnhof Wintermoor. Ja, wie man sieht, ja, ein langes Ende ist es trotzdem. Ich stehe jetzt hier, fahre da längs, fahre aber nicht über Tostedt, sondern hier irgendwo längs, bis ich da in Bötersheim wieder bin. Und dann geht es hier oben längs, Hollenstedt, Moisburg, Buxtehude. Und da oben ist die Mündung an der Elbe. Ja, siehst du, hier ist es schon mal. Das Zeichen sieht man auch schon mal. Aber eigentlich auf meinem Track, da habe ich es erst ab Tostedt. Und deswegen habe ich gesagt, es geht erst ab Tostedt los. Aber es geht doch schon ab Wintermoor los. Naja, aber trotzdem habe ich einen besseren Weg vielleicht gefunden. Werde ich ja sehen. Mehr sowas fürs Gravelbike, natürlich wieder so eine Wege. Aber naja, darüber, wie man hier sieht, so eine tolle Strecke ist das nicht. Ich versuche so dicht wie möglich am Fluss längs zu fahren erstmal. Naja, schaue ich mal. Jetzt geht's weiter. Hier bequere ich gerade ein Bach, das ist aber nicht die Este, das ist die Wümme. Der Wümme-Radweg, der führt hier auch entlang, das ist die Südvariante von dem Weg. Ja, hier entspringen ja einige Flüsse noch mehr, wie gesagt, die Este, die Wümme und auch die Seewe ist auch gar nicht so weit entfernt. Ja, den Radweg bin ich auch schon mal gefahren, den Seewe-Radweg auch zu empfehlen, sehr toll. Ja, aber Wümme-Radweg heute nicht, der Este-Radweg ist es, mal sehen, die wird irgendwo da hinten sein. Ja, ziemlich geradeaus,
Aber bei dem Wetter, da macht das richtig viel Spaß hier. Oh, da kommt das, kommen die Farben richtig zur Geltung. Ja, dann schauen wir mal, wann ich die Este denn auch mal zu Gesicht bekomme. Ich fahre hier gerade durchs Örtchen Welle. Ich muss sagen, richtig toll diese Allee hier, die Lindenallee. Richtig klasse diese Farben. Mann, das macht Spaß gerade heute wieder. Oh, der Herbst, der kann echt schön sein. Aber auch manchmal ganz schön grausig. So wie ja, einige Wochen zuvor. An diesem Punkt fahre ich jetzt nicht nach Torstedt, sondern fahre ich da weiter. Ja, so ein bisschen querfeld ein. Ein bisschen abkürzen. Torstedt gehört für mich eigentlich nicht dazu. Den Esteradweg habe ich wieder erreicht. Boah, ich bin hier in Böttersheim. Stehe hier vor der 1000-jährigen Eiche. Boah, die hat wohl auch nicht mehr so lange, würde ich sagen. Mann, die sieht schon aus. Hat schon gebrannt. Aber sie hält tapfer durch. Ja, der Weg hierhin, diese Abkürzung und Tor steht vorbei. Oh, war sehr interessant. Hat mir echt Spaß gebracht, aber ich würde sagen, nur mit Gravelbike, Mountainbike, zu Fuß, ja, oder hoch zu Ross vielleicht noch zu bewältigen,
Ja, es waren Matschlöcher, viele, ja, doch Äste und Bäume, die darüber lagen. Boah, aber trotzdem schön. Besonders hat mir auch gefallen diese Tunneldurchfahrt, ja, unter der Bahnlinie Hamburg-Hannover, droben überweg über der Este. Da habe ich sie auch zum ersten Mal wieder gesehen. Das ist schon ganz schön groß. Ja, da rasen die Züge hinweg und man durfte links und rechts mit der Este hindurch. Ja, sehr interessant, aber wie gesagt, doch etwas beschwerlich, aber landschaftlich sehr schön, auch wenn man manchmal auch sogar nicht mal den Wald gesehen hat, den Weg gesehen hat vor lauter Wald. Aber naja, jetzt geht es hier weiter Richtung Hollenstedt. Ich hoffe, es wird noch, ja, nicht mehr so anstrengend. Was heißt hoffe? Es war nicht schlecht, aber ich glaube, jetzt geht es wieder mehr auf Straße entlang. Auf der Straße entlang und Radwegen. Es wird nicht mehr so beschwerlich. Ein richtig herrlicher Tag, muss ich sagen. Und man kann sogar kurz fahren, 15 Grad sind das. Wunderbar. Und jetzt habe ich hier ein tolles Plätzchen wieder für eine kleine Pause. Appelbeck am See, hier der zugehörige See. Oh, sieht doch klasse aus hier. Ja, Kaffee, alles gibt es hier. Richtig was los hier, ist ja klar bei dem tollen Wetter. Aber ich mache nur eine Snackpause und dann geht es weiter Richtung Moisburg. Und ja, Buxtehude kommt dann auch schon. Aber jetzt mal eine kleine Pause.
Buxtehude habe ich jetzt erreicht. Ich stehe hier am Hafen. Ja, hat seine schönen Seiten, Buxtehude. Aber die Wegstrecken sind da doch ja, teilweise sehr haarig. Weil, ja, ich habe zwar ein Gravelbike, aber wenn man an der Straße fährt, ah, es ist doch sehr laut. Es sind doch jetzt mehr Strecken an der Straße. Aber ich glaube, jetzt kommt wieder eine ruhigere Straße Richtung Este-Sperrwerk. Ja, das sind nur noch ein paar Kilometer. Wattenherrliches Wetter, 16 Grad, Leute. 31. Oktober, wunderbar. Ich freue mich, dass ich doch losgefahren bin. Weil vorgestern war noch gar nicht so gutes Wetter angesagt. Aber es ist echt herrlich. Ja, auch der Radweg macht mir noch Spaß. Ja, Fazit will ich noch nicht ziehen. Ich fahre jetzt erstmal weiter Richtung Este-Sperrwerk. Das ist ja schon auf Hamburger Stadtgebiet. Noch 5 Kilometer bis zur Este-Mündung. Ja, hier muss ich sagen, hinter Buxtehude, schöner Weg hier. Die Straße hier direkt dran, hinterm Deich. Nicht viel los, super zu fahren. Ja, und auch was zu sehen, muss ich sagen. Schicke Häuser hier. Aber naja, es geht auf die letzten 5 Kilometer drauf zu. Denn es ist schon wieder vorbei. Nun ist Ende Gelände. Ich bin jetzt hier an Este-Stauwerk, am Sperrwerk und gucke hier aufs Eboswerk. Den Hafen kann man da hinten schon sehen. Dort drüben, Blankenese, alles gut zu erkennen. Das ist gerade ablaufendes Wasser, kann man gut sehen. Wow, jetzt muss ich mal was sagen zum Radweg, würde ich mal sagen. Also der Este-Radweg war ganz okay, meine Abkürzung fand ich auch sehr gut. Ich weiß nicht, was Tor steht.
zu zeigen hat, aber meine Abkürzung war echt gut durch den Tunnel und so. Ja, und ein großes Highlight war eigentlich Buxtehude, dazwischen, ja, okay, ging. Man hatte auch immer mal viele Ausblicke, aber die Wegbeschaffenheit war dann teilweise auf den Radwegen, an den Straßen echt bescheiden. Das Schild Radwegschäden war leider sehr häufig, aber das letzte Stück hat auch ein bisschen auch wieder entschädigt. Hier an der Hinterbuxtehude im alten Land, da war es richtig gut. Boah. Ja, es ist immer noch warm, echt wunderbar, Ende Oktober, aber trotzdem ist jetzt die Saison vorbei, würde ich sagen. Zumindest die sportliche, also wenn es schönes Wetter gibt am Wochenende, bin ich natürlich trotzdem noch unterwegs, aber der sportliche, heute war ja auch noch die Anreise, die Anfahrt zur Quelle, die gehört damit dazu, also über 112 Kilometer heute. Es war nochmal wieder recht sportlich, aber ich habe es gut geschafft, aber man merkt, ja, man braucht mal eine Pause. Die nächsten 2 Monate fahre ich ein bisschen runter, wie gesagt, schönes Wetter am Wochenende, jupp, da geht es nochmal los, aber nur 30, 40, 50 Kilometer, dann ist Schluss. Nur eine lockere Runde, das tut immer noch mal zwischendurch gut, aber allgemein wird runtergefahren. Ja, und somit ist auch das Jahr 2021 radtechnisch ja, wahrscheinlich fast zu Ende. Ja, ob ich bei der anderen Tour noch mal die Kamera mitnehme, weiß ich natürlich noch nicht, aber das wird man ja dann sehen. Aber ich kann mal sagen, zu diesem Jahr, es war doch wieder ganz schön, alles was ich so gemacht habe, absolutes Highlight. War natürlich die Radrunde Allgäu, die hat natürlich alles abgeschossen, aber auch der Urlaub in der Schweiz, wunderbar, echt, das war auch toll, auch wenn das zum Schluss nichts mehr geworden ist, die letzte Runde, aber naja, soll man nicht machen, der Rest war ja okay und natürlich die Spätsommerradreise, die kurze, die ich dieses Jahr nur gemacht habe, war auch super, die hat nochmal richtig gut getan, aber auch diese ganzen Kleintouren, die ich alles gemacht habe, die Übernachtung in Dänemark und Co. Alles super hat. Aber trotzdem war ja irgendwie der Wurm drin. Nicht nur bei mir mit meinen Pannen und alles, auch bei anderen. Ich weiß nicht, 2021 war irgendwie sehr komisch. Ja, das große C beschäftigt das leider immer noch. Aber ich hoffe, im Frühjahr ist das dann hoffentlich mal ja, so gut wie vorbei. Wie gesagt, los werden wir das Ding nie, aber die Beschränkungen und alles wird aber endlich mal vorbei sein. Darüber will ich jetzt noch nicht weiter reden. Ich kann nur sagen, alles schön gewesen. Viel gutes Wetter, mal Regen habt ihr auch mal gezeigt, dass ich es nicht immer nur im super Wetter fahre. Aber so wie heute ist echt klasse, da fahre ich doch ein bisschen lieber. Ja, also denn, ich hoffe, es hat gefallen. Nicht nur dieser Radweg heute, auch die anderen alle Videos, das sehe ich ja auch. Es gefällt ja doch einigen. Inzwischen ja doch einige Abonnenten dabei. Ja, das freut mich auch immer wieder. Ist unglaublich, aber naja. Ich muss jetzt mal aufhören, sonst sabbel ich immer weiter. Ich muss ja auch noch wieder nach Hause. Ja, also denn, danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, moin moin.